Mit der Schifffahrt auf der Hunte und dem Hafenbetrieb hier in Oldenburg hat das, da müssen wir heute so von ausgehen, Anfang des 14. Jahrhunderts wohl angefangen. Naja, an der Hunte-Mündung, da waren die Stedinger, die waren ja 1234 von dem Kreuzfahrer her niedergeworfen worden. Und auch Anfang des 14. Jahrhunderts haben dann die Rüstringer an der Weser den Fluss freigegeben, sodass man überhaupt erst richtig nach Oldenburg kommen konnte. Ja, zu der Zeit, 1350, da war der Graf Konrad II., an der Macht und er hat sich dann noch mit den Seeräubern verbündet zu der Zeit. Oldenburg, das war so ein richtiges Seeräubernest geworden. Hier konnte man sich niederlassen und er selber machte also mit bei den Kaperfahrten. Auf der anderen Seite waren aber auch die Oldenburger Schiffe von Kapern betroffen. Also es war ein gegenseitiges Nehmen dann sozusagen. Ja, das ist auch die Zeit, dass das schon Stau hier hieß. 1383 ist das erste Mal dokumentiert worden. Stau, aber noch mit OUW geschrieben. Das waren kleine Schiffe damals, 15 bis 20 Tonnen. Ja, als dann Mitte des 15. Jahrhunderts ein Grafensohn König von Dänemark wurde, da regierte dann anschließend Graf Gerd der Mutige. Mutig war er, weil er auch selber auf Kaperfahrt ging. Bis in die Ostsee hat er die Schiffe der Hanse überfallen. Und das ging auch noch weiter, auch sogar der Vater von Anton Günther, so kurz vor 1600, machte es also noch zusammen mit den Seeräubern hier und gewährte ihnen Unterschlupf. Und dann wurde auch hier wohl am Hafen einiges verkauft, was die Vitalienbrüder hierher brachten. Er lag ständig im Streit mit den Bremern wegen der Weser. Ein großes Ereignis für Oldenburg war, als es losging mit der Dampfschifffahrt, und zwar mit der Personendampfschifffahrt. 1845 war das. Und da hatte man drei Schiffe bestellt. Die sollten nach den ursprünglichen Planungen einmal von Bremen nach Elsfleth, von Bremerhaven nach Elsfleth und von Oldenburg nach Elsfleth fahren, um dann dort umsteigen zu können. Am 19. November 1845 war es dann soweit. Da kam das Dampfschiff hier an. 5 Stunden hatte es gebraucht von Bremen. Wir müssen uns ja mal vorstellen, das war die Zeit, als hier auch noch kein Zug fuhr und man sonst ja mit der Postkutsche unterwegs war. Hier soll es also schwer was los gewesen sein. Die Kanonen wurden aufgestellt, es donnerte hier am Hafen, als das Schiff auftauchte. Flaggen waren überall gehisst und jeder, der sich irgendwie davon bewegen konnte, stand hier am Stau und alles jubelte, als das Schiff hier ankam. Ein Riesenereignis. Am nächsten Tag soll der Großherzog dann selber auch eine Probefahrt gemacht haben. Es fuhr natürlich auch mit der Flagge des Großherzogs. Riesengroß soll sie gewesen sein am Heck dieses Raddampfers. Ja, das war nicht so ganz einfach, denn seit dem 17. Jahrhundert versandete die Hunte immer mehr. Das war ein dahin meandernder Fluss, 34 Kilometer damals bis zur Weser. Heute sind es eben über 20 nach den ganzen Begradigungen. Man hatte schon 1683 das erste Mal so Hunteschleifen begradigt, bei Gellner Hörne zum Beispiel. Aber man brauchte ja neue Deiche und der Untergrund war so morastig, dass die Deiche gar nicht richtig hielten. Das war gerade alles fertig, dann brach alles und alles überschwemmte bis nach Brake hin. Und es gab riesige Ernteverluste und auch eine Hungersnot. 150 Jahre hat man dann nichts mehr gemacht an der Hunte, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass das wieder so passiert. Aber es war bei Blankenburg äußerst schwierig. Da war die sogenannte Drögte, also die trockene Ecke. Und von 1822 wird zum Beispiel berichtet, dass dort nur 60 Zentimeter Wasser waren. Also, was nun tun, wenn das Dampfschiff kam, die Oldenburg, und es war wieder so niedrig Wasser? Es kam oftmals nicht dadurch. Und die Leute mussten aussteigen und zu Fuß nach Oldenburg stapfen. Wahrscheinlich der Captain voraus. Und dann war man endlich froh, hier angekommen zu sein. Übrigens führte das auch bei den anderen Schiffen dazu, dass in Blankenburg sehr vieles abgeladen werden musste und auf kleineren Kähnen hier nach Oldenburg reingebracht werden musste.